Willkommen aus dem Erdbebengebiet hier in Ark. Ja, wie ich gerade höre von unserem Außenkorrespondenten Hotze, haben wir hier eine 8,0 auf der Richterskala. Hotze, was sagen Sie dazu? Na, nimm das mal 5, dann haben wir den Schimpf. Was? Nimm mal 5 nehmen. Okay. 8,5 macht jeder von denen da. Ich hoffe, unser Haus ist erdbebensicher. Also auf jeden Fall ist es schon mal brontosicher, das hat man ja gerade gesehen. Eieieiei. So, Eki, komm an hier. Übrigens, hast du schon gesehen, wie mein Dilophosaurus heißt? Dein Dilo? Spooky reloaded. So, warte ja. Mal, ich packe hier mal ein bisschen Fleisch. Ach, hier ist noch, hier hast du noch 12 Mal Fleisch drin. Ach so, ja, das ist durch. Ja, ich nehme mir das mal, falls das genehm ist. Ja, nimm es. Hab schon 12 Mal Fleisch wieder reingepackt. Auch das schön. So, ich pack mal die Kohle. Hast du die Kohle hier irgendwo schon drin? Ich glaube nicht, aber pack sie sonst in die rechte. Ist ja nicht wirklich zum Bauen erstmal. Ich weiß genau, weil war jetzt 98 mal Kohle. Das sollten wir so langsam mal. Kann ich eigentlich noch irgendwas craften? Was craften? Oh, mir fehlt noch Stone. Oder hast du schon so einen Mortar und Pässe? Hast du schon gebaut? Nein, baue ich jetzt. Ach so, ja, da würde mir noch Stein fehlen, aber dann lasse ich das erstmal. Eins reicht ja von ja, ne? Richtig, richtig. Oh, warte mal, mir fehlt auch noch Stein. Aber warte mal, so viel fehlt mir nicht mehr. 16, habe ich gleich zusammen, ist kein Problem. Ich habe hier noch ein bisschen was aus der. Kann ich noch eine Kiste craften? Ja, das wäre eine Möglichkeit, das könnten wir gut gebrauchen. Ich guck mal, ich glaube, da brauche ich noch Holz für. 25 Wood, haben wir noch was über? Eigentlich nicht. Wir verbrauchen das die ganze Zeit. Ja, dann. Aber so eine Kiste wäre toll. Ja, dann ich besorge mal ein bisschen Holz. Super, alles klar. Ich bin jetzt ein bisschen mobiler, ne, Harry? Mit Sattel? Ja, bin ich gerade auch schon gegen geflitzt mit. Ist doch schon wesentlich angenehmer. Ja, hat schon einen gewissen Luxusfaktor, muss man sagen. Sobald du mit den Füßen ins Wasser gehst, trinkt der. Jetzt frage ich mich, mit was trinkt der? Dann Strohhalm durch die Hose liegen oder wie ist das? Nee, dann nimmt er. Du trinkst aus seinem Beutel. Kannst ja mal in die dritte Person schalten, dann siehst du das. Wenn du ihn auffüllst. Er trinkt dann auch gleich aus dem Beutel. Ach so. Du siehst zwar nicht, wie er ihn auffüllt, aber das ist die nächste Frage, wie füllt er den auf? Dann schalte ich jetzt mal in die dritte Person. Und jetzt trinkt er nicht mehr. Nee? Nö. Also ich konnte das mal sehen. Jetzt verbrauche ich mal ein bisschen. Oh, Level Up. Schön. Ich grabbel hier gerade meinen Strand nach Steinen ab. Ja, ist ja gut. Mir ist kalt hier. So, wir brauchen. So, grabbel, 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 grabbel. Hat das denn jetzt schon gereicht? Jawohl, Mortar und Pestel haben wir. Sehr schön. Ich überlege gerade, soll ich schon mal so einen Cooking Pot oder so ein. So ein Cooking Pot wäre nicht verkehrt. Da kannst du mehr reinpacken als in das normale Lagerfeuer. Das wäre gut. Oder halt schon mal ein Pflanzbeet. Ja, weiß ich nicht, ob. Ja. Aber da haben wir noch nicht die Wasserversorgung so richtig, ne? Richtig, richtig. Dann mache ich aber so einen Cooking Pot. Ja, mach das mal, die sind gut. So, dann. Was brauche ich denn dafür? Mal gucken. So, hatten wir nicht irgendwo noch Spoiled Meat? Hatten wir nicht sowas? Habe ich bestimmt irgendwas in die Kiste irgendwo reingepackt, wenn ich was hatte. Ah, 2 Spoiled Meat habe ich. Ich guck mal. Cooking Pot. 10 Wood, 75 Stone. Uiuiuiui. 75 Stone? Mhm. Das ist ordentlich. 43 habe ich schon dabei. Das ist nicht so, also so viel ist das denn auch nicht. Ich stell mal Narkotikum her, ja? 2 Stück. Pack ich in die rechte Kiste. Geht nicht? Ach so, ja, ich sollte vielleicht auch die Sachen reinpacken. So,
die Narco-Berries packe ich wieder ihm rein. Packe ich dann in die rechte Kiste, genau. Wo war das? So, ist drin. Da sind übrigens auch die ganzen Anziehklamotten noch drin. Ja, das ist ja, falls mal einer sterben sollte, hat man schon mal so ein ganz bisschen Reserve. Okay. Oh, jetzt warst du gerade am Haken. War ich wieder am Haken? Dann weiß ich aber nicht, woran es liegt, also. Dann ist so kurz ein kleiner Ruckler im Internet oder sowas, oder? Mhm, ja. Würde ich auch sagen. So, ich mache mich mal auf die Reise. Werde ein bisschen Holz besorgen. Oh ja, jetzt sind aber schon einige nachgewachsen, einige Bäume. Oh, das ist schön. Zwar noch nicht ganz viele, aber man sieht, es sind einige schon. Hallo? So. So. Frage ist, was brauchen wir denn noch alles? Ja, die Wasserversorgung wäre halt interessant, ne? Wobei ich da ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie das genau funktioniert. Ich auch noch nicht so wirklich. Weil rein theoretisch bräuchten wir ja eine Pumpe und dann halt die Rohre bis, ja, bis zu den Beeten oder was auch immer. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man später auch so große Wassertonnen oder sowas dann... Könnte durchaus möglich sein. Fürs Regenwasser, ja. So Regentonnen oder sowas. Ach, fällst du da oben wieder Bäume oder ist das der Bronto gewesen? Ich fäll Bäume. Ah ja. Ja, damit wir die Ceilings fertig haben, damit das Dach gleich durch ist. Ich bin in Kambad. Wer hätte es hier gedacht? Ich glaube, den Cooking Pot baue ich mal auf der anderen Seite auf, ne? Bei der Terrasse. Oder? Soll ich ihn einfach neben das Lagerfeuer? Völlig. Ja, wie du möchtest, wie du möchtest. Oder in die Hütte? Nee, nicht in die Hütte. Eine Holzhütte, brennt doch alles weg. Na gut, dann steht das Ding hier irgendwo hin. So. Jetzt darf ich erstmal wieder Fiber sammeln hier. Obwohl hier mitten ins Grün wollte ich es jetzt auch nicht stellen, das sieht doof aus. Ich stelle es auch neben das Lagerfeuer. Ja, aber dann Kochstelle. Ja, ist okay. Ja, zur Not kann man ja das Lagerfeuer irgendwie abbauen oder nicht anmachen oder was auch immer. Also du kannst ja das Holz aus dem Lagerfeuer, kannst du ja dann da rein. Ich habe noch zwei Lagerfeuer hier im Inventar rumliegen, davon abgesehen, ich packe mal in die Kiste rein. Ja. Da liegen jetzt drei Lagerfeuer drin, also falls du mal eins mitnehmen willst, wenn du eine längere Reise machst. Alles klar. Bisschen Thatch mal wieder besorgen. Oh, Picke kaputt. Mann. Oh, ich sollte mal was essen. So. Ah, Holz ist wirklich hier, also Massenware. Mhm. Aber ich find's gut, dass sie... Jetzt ist die Axt kaputt. Ich find's gut, dass die nach und nach wirklich nachwachsen. Hätte man jetzt vielleicht noch machen können, dass die langsam nachwachsen, also erst so kleine Bäume sind und dann größer werden. Aber gut, ist noch Alpha, vielleicht kommt das alles noch. Ja, hätte man da, wenn auch für jede einzelne Beere werden, da auch ein paar Büsche kommen, denke ich mal. Also da haben sie sich wahrscheinlich auch noch nicht so richtig einigen können, wie die aussehen sollen. Das kann... Oh, jetzt hätte ich beinahe wieder den Bronto auf den Fuß gehauen. Du, pass auf. Nicht schon wieder. Das hätte ins Auge gehen können. Mein Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ceilings wir noch brauchen. Soll ich mal rechnen? Wenn du gerade da bist, kannst du das tun. Ich guck mal. Also wir haben in der Mitte, da hast du einen schon gesetzt. Warte mal, das müssten 12 sein, kann das sein? Warte mal, ich zähl mal durch, wie viel insgesamt pro. 11. Das wären 1, 2, 3, 4, jetzt noch 3 mal 5, 3 mal 5, glaube ich. 1, 2, 3, 3 mal 5 ist es, ja. Ja, und 4 haben wir schon, also 11, richtig? Und 4 hast du schon, also 11, ja. Okay, 6 habe ich schon. Das ist gut.
Ach, Harry hat gelevelt. Harry, was machst du denn hier? Wooden Ladder könnte ich jetzt. Wooden Hatch Frame? Was ist denn ein Hatch Frame? Hatch Frame? This wooden ceiling has a... Ah! Für Falltüren. Ach so, für so einen Dachboden praktisch oder so, ne? Soll ich sowas mal prophylaktisch einbauen? Kannst ja machen, dann können wir aufs Dach klettern. Ich will Level 15 werden, dann kriegen wir einen Bogen. Ich kann auch schon eine Steinwand machen. Ach stimmt, da sagst du was, Bogen. Bogen, wo war denn der? Da, Bogen. Kannst du schon, bist du schon Level 15? Und Pfeil, jo. Du bist 4 Level über mir? Das ist doch langsam echt. Das nächste Bauprojekt übernehme ich. Das ist doch hier. Puh, warte mal. Thatch Door, jetzt muss ich selber erstmal schauen. Jetzt habe ich so viel Neues hier. Und Ceiling, Wooden Door Frame, Wooden... wie hieß denn das jetzt? Wooden Ladder? Wooden Hatch, irgendwas war das doch, ne? Wooden Door Frame? Hatch Frame Wooden oder so, was sagtest du? Also ich baue schon mal eine Leiter. So. Thatch War, Thatch Formation. Oh. Ist, irgendwas greift mich an. Wooden Ramp, brauche ich noch Wood für? Ach, ich glaube, ich habe es doch nicht gelernt. Ich habe jetzt was anderes gelernt, stimmt. Holz, da, Holz. Verdammt, ein Dino greift mich an. Töte ihn. Ich sitze doch auf Harry drauf. Warte mal, Wooden Ladder, habe ich die Ladder jetzt schon gebaut? Die Ladder, oder willst du noch einen zweiten Dilo haben? Nö, nö. Kannst du ruhig umboxen für Fleisch und für, Scheiße! Nein, für Fleisch und für Hide meinte ich nicht, scheiße. Ah, Harry hat ihn getötet, schön. Naja, ich bin extra zum Lager gelaufen damit. Wo ist er denn? Wo ist gleich hier? Harry, wo ist die Leiche? Du hast doch jetzt einen Dilo gefressen. Würde mich wundern, wenn Harry einen Dilo frisst. Ich finde die Leiche nicht. Oder wenn nicht, wenn es nur Hyde war, gucken wir bei Harry im Inventar. Guck ich gleich mal. Ich krabbel hier mal kurz erstmal die ganzen Büsche ab, vielleicht liegt der irgendwo hier drunter. Dass ich einfach nicht sehen kann. Das kann natürlich auch sein. So, dann kommt mal her, Freunde und Freunde hier. Komm jetzt auch erstmal wieder zurück. Einfach den Brontos entlang. Ey. Wow. Nee, Harry hat keine Hide im Inventar, also. Der Leiche ist auch weg. Merkwürdig. So, warte mal. Wooden Ramp. Da. 5. Sehr schön. Wooden Ladder. Sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich einfach noch ein bisschen Holz fällen soll zum Leveln oder. Ich weiß es nicht. Hä? Brauchen wir noch Holz? Ja. Okay.
Ich habe jetzt eine Wooden Ladder gebaut und kann die nicht benutzen. Was ist das denn? Alter, wenn das hier alles nicht so wackeln würde. Ich tut mir leid, aber ich habe ins Haus gekackt. Also Basu. Es tut mir leid. Es kam einfach, es kam hart und schnell. Ich konnte nichts dafür. Ich heb's gleich auch auf, Mann. Ich dachte, wir wären zivilisierte Leute. Ja, ich nicht. So, hab's aufgehoben, damit er zufrieden ist. Hotze, wo bist du? Hotze fällt Bäume. Wo denn? Von unserem Lager, wenn du so willst, rechts lang, also. Bitte, ich brauch Fiber. Fiber! Haben wir hier Fiber? War das hier? Nein. Fiber? Oh, wir haben kein Fiber mehr? Haben wir nicht mehr? Nee, ich besorge mir eben gerade was. Mist, ich habe noch 150 im Inventar, so nicht. Ja, ja, ich brauche nicht viel, ich brauche nicht viel. Ich glaube, ich habe schon genug. Ja, habe ich. Ich hol dir wieder ein kleines Wäldchen ab. Mach das, mach das. So, wo warst du jetzt? Wenn du mein Dodo siehst, in die Richtung bin ich gegangen. Wenn du die Wilma siehst. Dein Bruder sehe. Die steht so ungefähr in die Richtung, in die ich gegangen bin. Ach, da hinten? Also links rum? Ja, kommt drauf an, von wo aus du auf die Hütte guckst. Also das ist immer schwer zu sagen. Von vorne? Wenn du von vorne, ja, dann links hoch. Also ich kann dich nicht sehen. Auch keinen Baum mehr umfällt, ehrlich gesagt. Ja, ich fäll mal einen um, vielleicht siehst du dann, wo ich bin. Ja, ich. Ja, fäll mal. Ach, da ganz hinten, okay. Hat du Baum umfallen sehen? Ja. Kannst du. Oh, scheiße, das habe ich ein bisschen krumm gebaut. Kannst du Wooden Ceiling? Kannst du das bauen? Noch nicht. Weil ich sonst beim nächsten Level. Ich hab's erstmal ausgeschlossen. Okay, gut. Gucken wir mal kurz, was kostet denn? 2 Pünktchen. Gut. 6 Pünktchen. Erst beim nächsten Update. Upgrade. Ich hänge ja ein bisschen hinter dir. Ja, ein bisschen. Hier tanzt wieder ein Baum rum. Fiber. Wolltest du denn irgendwas von mir, weil du gefragt hattest, wo ich bin? Nö. Achso. Das ist gut. Ich dachte, du hättest was auf dem Herzen. Nein, alles gut. Fiber. Alter, dieses Gewackel hier. Ja, das nächste Mal sollen wir uns unsere Nachbarn genau angucken. Ja, echt. Also ich glaube, ich reiche auch Beschwerde beim Mieterverein ein oder beim Vermieter. Das ist mir egal. Also blöde Schildkröte, geh weg. Ich dachte, du hättest jetzt gerade auch so einen Lag gehabt. Ich hatte nämlich jetzt gerade einen übelsten Lag. Nö, den hatte ich vorhin ein paar Mal. Ach ja. So.
habe was Tolles für dich. Für mich? Ja. Ich bin schon ein klein bisschen weitergezogen. Musst du gucken, wo sonst noch Bäume umfallen, da bin ich zugange. Mhm. Jetzt ist die Frage, wo fallen hier noch Bäume um? Komm, ich guck mal kurz auf die Map, dann kann ich dir vielleicht ein bisschen... Ja, nee, mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Na gut. Ah, ich glaube, ich sehe dein Reittier. Ja. Du siehst mein Reittier, wo ist das eigentlich hin? Harry steht hier. Harry? Ach da. Wieso ist er nicht hinterhergedackelt? Irgendwie okay. Kann ich Harry nicht bewegen. Warte. Ja, hier bin ich doch. Wo bist du denn? Hinter dir. Ach, Hallöchen. Ah, Pfeil und Bogen, schick. Warte. Bitteschön. Ja, wo sind da? Ja, ein paar Pfeile wären noch ganz nett. Ich hab nur 5. Super, ich hab einen Bogen ohne Pfeile. Fiber, dafür brauche ich Fiber. Fiber. Naja, ich gehe mal wieder bei der Bäume. Mein Spiel ruckelt gerade. Hakt. Lag. Ach, jetzt geht's wieder. Wieso folgt Harry mir nicht? Harry? Ich hab gesagt. Ich wollte den gerade reiten und der hat sich nicht bewegt. Ich glaube, der steckt irgendwie fest oder so. Oder? Ja, Tatsache. Harry, was machst du denn schon wieder? Er holt schon wieder die Fackel raus hier. Ich will mal den Bambus hier ein bisschen. Ja, ich werde den hier vorne auch mal kurz wegnehmen. Vielleicht hilft's. Er scheint sich da irgendwie verhakt zu haben, scheinbar. Ja, aber kacken geht noch. Den hier noch weg. Hilft dir mal ein bisschen mit hier. So. So, jetzt ist aber nichts mehr da. Der bewegt sich immer noch nicht. Harry, bist du entkammert oder was? Das kann natürlich auch sein, stimmt. Da habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Alles klar. Oh, entschuldige, Harry. Das tut mir jetzt leid. Sag mal, kannst du irgendwas mitnehmen? Ich? Brauchst du? Nee, bist du auch überladen, wa? Nö, es geht eigentlich. Sonst würde ich dir was. Sonst nimm dir bei Harry was aus dem Inventar, falls du was brauchst. Ich weiß nicht, was du brauchst. Ich. Guck mal, ob ich den sonst mit meinen beiden Kleinen noch was in die Hand drücken kann. Heidi Witzka. Warte mal, wo bist du? Wo bist du? Oh, die können ja nicht so viel schleppen. Kotze, ich schmeiß dir mal was hinter dich. Hinter mir? Da. Oh, ein paar Pfeile, dankeschön. Jetzt bin ich in Kambat. Ich guck mal bei Harry ins Inventar. Vielleicht findest du irgendwas, das er hat nicht viel. Also er ist kurz vor seiner Maximalgrenze, aber ich denke mal daran liegt, wenn noch einer drauf sitzen will, dann toll. Kann er nicht. Jetzt bin ich in Kambat. Ach du Heiliges. Sonst kannst du nicht dein Vieh holen und dann. Was wäre ein bisschen schade, die ganze Zeug wegzuschmeißen jetzt. Und die Kleinen hier können ja nichts tragen, das ist ja das Problem. Verdammt! Ja, du bist da können die was tragen. Ja, aber nicht viel. Warte mal. So, der hat hier schon mal das Holz. Schauen wir mal, mache ich mal so halb-halb. Halb-halb. Oh. Wo ist eine andere Kleine? Drüben, aber die habe ich auch schon was reingepackt. Hey, jetzt haut er ab. Huch, weil ich mich bewegt habe, der ist noch Following eingestellt. Entschuldigung. Ja, drauf reiten ist sowieso ich wollte, nicht. Ich wollte auch eigentlich. Soll ich schnell zum Lager sonst zurück und den anderen holen? Warte mal. Alter, wie viel hast denn du da reingepackt? Der ist voll und dann willst du doch auch noch drauf reiten. Das passt doch nicht. Dein Gewicht. Ja, ich bin jetzt auch entkammert. Ich gehe schnell nach Hause und hol den anderen. Ja, ich hätte es jetzt auch gemacht. Warte mal. Ja, du bist doch entkammert.
Harry folgt dir. Ach schön, dann geht das ja doch. Was ja, mit Ecki? Jetzt stehe ich hier. Ecki steht auch hier. Oh, Jungs. Ja, dann bring doch erstmal das Holz weg oder so. Oder? Ja, warte mal, kann ich vielleicht ein Selling bauen? Jawohl, ich kann Selling bauen. Einen zumindest. Wie schön. Ich mir schon mal. Ich hoffe, ich finde nach Hause jetzt. Aber wo wohnen wir denn? Ich bleib da mal bei Ecki in der Nähe, ne? Ja. Verdammt, wo wohnen wir denn? Das muss doch hier vorne irgendwo sein. Bin ich so weit gelaufen? Ja, es war schon ein Stückchen, muss ich sagen. Ach, das Tal, ich glaube, ich bin gleich da. Ist im Dunkeln immer ein bisschen schwer, sich zu orientieren. Ja, das stimmt. Oder? Moment, wo bin ich denn? Orientierung. Brauchen Baum, ich brauche einen Baum. Ja. Auf die Karte gucken. Ich muss nach Süden. So, noch ein Selling. Kann ich Ecki jetzt nicht was abnehmen hier? Ich hab mich verlaufen. Ecki folgt dir jetzt. Ja? Hä? Wo ist er? Ecki? Ja, aber wirklich sehr, sehr langsam. Verdammt, ich finde unsere Hütte nicht. Jetzt folgt er dir ein bisschen schneller. Ich habe ihm ein bisschen Holz abgenommen. Wenn ich jetzt wüsste, wo Südosten ist, dann wüsste ich auch, wo ich hin muss. Muss ich auch irgendwo sein. Ah, da kommt Ecki. Wo ist Harry jetzt schon wieder hin? Harry! Ich habe keine Ahnung. Wo bist du, Hotze? Dann zeige ich dir unsere Hütte. Warte, ich komme. Ja, du gehst doch richtig. Bin ich richtig? Ja, da hinten ist Harry. Harry, was machst du da hinten? Ja, der geht schon mal vor. Hey, der hängt irgendwo fest. Hey. Wo hängst du denn schon wieder fest, Harry? Wo wolltest du denn durch? Oh. Hier runtergehen war keine gute Idee und jetzt hatte ich gerade einen Mega-Lag. Harry hängt hier irgendwo fest. Mist. Oh, was leckt denn das jetzt so? Jawohl, hier, Hotze, falls du mich noch... Siehst du mich noch? Nee, ich muss eben gucken, wo Harry abgeblieben ist. Jetzt sehe ich dein Namensschild. Jetzt siehst du mein Namensschild? Ja. Moment, wieso sehe ich dein nicht? Weil du dich von mir entfernst. Hotze, so schwer ist das ja jetzt nur auch nicht zu finden, oder? Am Fluss links. Am Fluss links, ja, du... Gehe ich jetzt richtig? Du kommst näher. Komm näher. Jetzt gehst du wieder weg. Hier, du, jetzt, komm, jetzt siehst du aber meinen Namen. Nein, sieh, ach, da hinten, ach, da. Mann, ist das hier auch. Voila, Ruckel. Das hier ein Baum? Nee, das ist ein Ast. Ja, Harry hängt irgendwo fest da hinten. Muss ich mal gucken, wo ich ihn rauskriege. Jetzt mich aber auch. Hä? Ich hab doch gerade die Brontos gesehen. Müssen doch da hinten sein. Also hier haben wir auf jeden Fall schon gut abgeholzt, also. Hä? Aber da bin ich jetzt schon dran vorbeigelaufen? Nein. Hä? Wo sind wir? Ich hab doch gerade noch die Brontos gesehen. Ach, da hinten. Oh ja, jetzt weiß ich wo. Jetzt weißt du wo? Ja. Ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Oh, verdammt, ich bin dehydriert. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Hinter dem Stein quasi. Hinter dem Stein? Ich sehe deine Fackel. Hier hinten. Warte, ich mache meine Fackel auch mal an. Das wäre ganz gut. Hallo. Ich hüpf sogar. Ich sehe deine Fackel nicht. Muss sie ein bisschen umdrehen. Jetzt bist du weg. Ich habe meine ausgemacht, damit ich deine vielleicht besser sehen kann. Aber ich sehe sie nicht. Also ach, ich sehe dich selbst ohne Fackel. Jetzt sehe ich dich.
Verdammt, ich brauche Wasser. Ja, hier vorne ist doch Fluss. Ja, oh, verdammt, jetzt stecke ich im Stein. Ach, meine Herren, doch. Verdammt, wie komme ich denn da rüber jetzt? Warte. Ich komme. Ja, hier kann ich auch. Ich brauche Wasser. Bitte fahren Sie weiter, bitte fahren Sie weiter. Wohnen wir hier irgendwo? Wasser. Ja, hier unten ist Wasser. Ah, Wasser. Ups. Huch, bis Tiefwasser. So. Gluck, 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 gluck. Ach, hier sind wir. Okay, dann weiß ich auch wieder, wo wir sind. Ah, scheiße, ey, was greift mich an? Scheiße. Oh, komm, hier geht's raus, komm. Ich beeil mich. Was greift dich denn da an? Ich weiß nichts. Es nicht. Ich hab Pfeil und Bogen, aber ich sehe nichts. Aua, aua. Ich bin gleich tot. Ich wollte auf den scheiß Piranha schießen. Boah, da, das ist aber nicht genau das Fadenkreuz. Ich pass auf deine Leiche auf. Ich bin wenigstens wieder zu Hause. Schnappi schnappt sich noch die Dinger da. Hör mal, ich. Oh, boah, wieder durch die Gegend hüpft. Scheiße, ich wollte schon. Die guck, das war echt geil. Also, da muss ich noch mit schon umgehen wie. Lernen, ey. Da, Schnappi ist da hinten, siehst du, der kämpft noch. Du kannst schnell rein, spring schnell rein, der ist noch beschäftigt. Oh, der ist tot. Ja, aber ein Piranha. Ich hasse diese Piranhas. Hast du deine Sachen jetzt wieder? Ja. Oh, gut. Ich weiß noch nicht, wie Ecki da hochkommen soll. Ja, du musst erstmal hier auf Follow gehen. Ach so, weil ich tot gestorben bin, ne? Warte, ich versuch mal kurz. Oh! Warte, ich nehme den mal mit hier. Ja, er kommt. So, jetzt kannst du ihn wieder nehmen. Warte, ich stelle mal eben auf Enabled, Disabled. So. Ja. Der andere Kleine ist leider gestorben, Ecki. Das tut mir leid, Schnappi ist tot. Ja, man kann es nicht ändern. Und Harry steckt noch irgendwo fest. Echt? Ja, da steckt irgendwo beim Baum. Das war zu dunkel. Ich konnte nicht sehen, wie ich ihn da rauskriege. Außerdem war ich am Dehydrieren. So, jetzt geh mal rein hier. Ja, sofort. Erstmal hier. Ecki abstellen. Rampe. So, hier Leiter. Kannst du hochklettern. Mit E. Achso, Moment. Das ist aber auch kompliziert hier. Bitte satz hoch, du doof Mann. Einmal E drücken und dann nach oben. Ja, das ist kompliziert. So, hier unsere Dachterrasse. Ah, ja. Unsere Terrasse. Und hier geht's dann nochmal hoch. Haben wir nochmal richtig Ausblick. Ah ja. Ist doch was, oder? Das ist was. Ja, ich weiß nicht, ob ich... Wollen wir noch Folgenende machen und dann Harry suchen? Oder erst Harry suchen, dann Folgenende? Ach, können wir auch erst Harry suchen. Übrigens ist das Dach jetzt dicht. Schön. Also sind wir jetzt... Hupfala, sind wir jetzt geschützt. Kommst du mit Harry suchen? Ja, ich komme mit. Ich nehme meine Sklavin mit. Ja, nimm die mal mit, dann können wir noch ein bisschen Platz, dann können wir Harry... Dann kann ich ihn auch reiten, dann läuft er nicht doof in die Ganz Turm. Genau. Oh, warte, ich habe Level Up. Natürlich. Oh, nee, doch nicht. Level Up is available. Ja, für das Inventory. Für Sklaven. Ja, genau. Warte mal kurz. Hast du Harry schon schneller gemacht? Ja, ich glaube, einen Booster hat er gekriegt von mir. Da mache ich das bei ihr auch mal. So, wo bist du denn jetzt? Ach, da. Soll ich Ecki mitnehmen noch? Nee, dann wackt wieder einer rum, ne? Ja. Erstmal. Ich meine, so weit weg kann er jetzt nicht sein.
Nee, ich meine hier oben irgendwo. Das war bei dem Felsen. Der steckte irgendwo zwischen Fels und Baum irgendwo. An der Klippe irgendwas. Mal gucken, ob. Du musst es ja auch sehen, wenn er irgendwo auftaucht. Mhm. Ja, muss ich zugeben, hier ist auch ziemlich felsiges Gebiet. Ah, im Dunkeln konntest du echt kaum weiter erkennen, ey. Aber ich glaube, hier war auch irgendwo eine Höhle. Ich glaube, das ist eine Höhle, wo du gerade dran lang gehst, ne? Nee, das ist einfach nur ein Durchgang. Ach so. Also, ich habe aber bisher hier nichts gesehen. Ja, wie gesagt, er steckte irgendwo ziemlich vor allem an einem Abhang oder so, an einer Klippe. Stand ein Baum und ein Felsen. Also, ich sehe hier nichts. Hier ist auch nichts. Ist das noch weiter weg gewesen? Wo ist das denn hin? Einfach mal, hier war der Baum. Ah, da ist. Ich sehe ihn. Ich habe ihn auf dem Radar. Harry, halt durch! Aber wo bist du jetzt? Ich bin von dem Felsen aus nach rechts weiter. An der Klippe lang. Ich sehe den Durchgang, wo du durch bist jetzt. Also. Da hinten sehe ich dich. Ja, ich bin genau gerade vor dir. Genau Schnauze nach deiner. War mal. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja. Und Harry müsstest du jetzt auch langsam sehen. Ja, ja. Dann können wir ein bisschen umladen, dann kann ich auf ihn reiten und dann ist. Nein, ich will auch nicht, kann ich reiten. Ich will aber. Nein! Boah. Verdammt jetzt, Harry. Ich stehe auf der falschen Seite von Harry. So. Oh, meine Texturen laden gerade nicht. Ist auch sehr geil. Darf ich deinem Kleinen hier was reinpacken? Jojo. Jo. So, Ach, verdammt, das habe ich Harry. Ich wollte aus Harrys Inventar was rausholen. Nicht was reinpacken. Ach, meine Herren. Übrigens, wenn du auf dem Tier sitzt, kommst du mit F in das Inventar des Tiers. Ah, auch gut zu wissen. So, ich probiere mal, ob ich ihn wieder reiten kann. Ja. Oh. Ja, ich muss eben drehen. Ja, ja. Ja, er läuft wieder. Komm, ab nach Hause, Harry. Ich muss mal wieder was anziehen. Oin, 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 oin. So, also an Holz haben wir jetzt, glaube ich, erstmal alles. Kann man die... Alter, hat die ein Ei gelegt. Guck dir das an. Wo ist es? Da. Guck mal. Cool. Frühstück. Ja, das ist das der Vorteil, wenn man ein Weibchen hat. Ja, man hat einen Haufen gemacht. So, warte mal. Nein, nicht drauf. Inventory. Oh, jetzt hat sie auch einen Haufen gemacht. Ach, oh, scheiße. Frage ist, ob wir die Truhen auch bewegen abbauen können. Abbauen können und. Demolieren kannst du sie, aber da muss sie frei. Achso, ich habe ja noch zwei Truhen im Inventar. Soll ich die drinnen reinstellen? Ja, wenn dann drin, aber schön gerade. Wo möchtest du das denn haben? Mach doch da auf die Seite, wo wir auch, sag mal schnell. Wo du deinen Mörser hast hier? Genau, genau. Mach ich ihn in die andere Ecke, oder? Jojo, passt doch. Okay. Zack, da haben wir wieder zwei Kisten stehen. Im Prinzip können wir umladen. Ja, ich gebe gerade hier
dem Dodo ein bisschen was ins Inventar. Oh, der ist voll, der Dodo. Ich komme noch mal ein bisschen was in die Wasserflasche. Ich versuche jetzt mal so ein Ei zu essen. Ich glaube, kochen wäre das Bessere erstmal. Ach, ging auch so. Hat mir aber nichts gebracht. Tolle aber Lust. Ich glaube, Eier sind auch ganz gut zum Tamen manchmal bei manchen Viechern. Eat it to gain tremendous nourishment or use it in recipes or irgendwas. Ah ja. Da war der Platz zu Ende, wa? Ja, wahrscheinlich. Wo. Ach, ich wollte jetzt gerade schon sagen, wo sind denn die Kisten hier hin? So, einmal wieder was anziehen und dann können wir auch die Folge dann mal langsam. Jetzt haben wir nämlich wirklich überhängen, glaube ich. Ja, definitiv. Wollte ich nicht noch irgendwas? Achso, ich wollte den Schlafsack noch reinholen. Ja, wie nass hier draußen. Upsala. Kann man die verschieben? Ist meiner überhaupt da oder habe ich den einmal verwendet gehabt? Mein. Ne, meiner ist weg. So. Oder hast du beide? Ne, ich habe nur einen. Ja, dann, die sind wirklich nur für einmaligen Gebrauch. Ich hatte ja auch einen aus dem Behälter gekriegt, aus der Versorgungskiste. Ah, okay. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob, ich glaube, wenn man sich ein Bett craftet, das bleibt dann. Ein Bett ist auf Dauer. Ein Schlafsack ist für einmal. Und ich habe mein eigenes Mal jetzt aufgebraucht. Okay. So, komm, dann gehen wir, weißt du was, gehen wir oben aufs Haus und machen Folgenende. Fertig. Ei, ei. So, bin schon ein bisschen stolz. Mhm. Doch, läuft doch, doch, läuft. Hinten könnten wir dann vielleicht noch die Beete machen. Ja, Wasserversorgung schön. Von vorne ist auch nicht so weit, das musst du auch irgendwie hinkriegen. Mhm. Und vielleicht können wir hier oben noch irgendwie, hier kann man ja immer noch anbauen, wenn man noch Platz braucht. Ja. Würde ich sagen. Doch. Ich hoffe nur, irgendwann hole ich mal mit dem Level ein bisschen auf. Ach, bestimmt. Level 11. Habe ich eigentlich noch Punkte zu vergeben? Oh, ein. Wow. Einen ganzen Punkt habe ich. Aber ich glaube, diese Bonus-XP, die wir durch unseren Stamm kriegen, ne, also, dass du ein bisschen was abkriegst, und ich auch von dir, das kriegen wir nur, wenn wir einigermaßen in einem gewissen Umkreis zusammen sind. Ja, ja, definitiv. Vielleicht diese 170 Meter, die sie auch beim... Das kann sein. Ich kann übrigens schon Hide-Shirt machen, da bräuchte ich halt nur Hide für, aber das können wir in der nächsten Folge, denke ich mal, ein bisschen besorgen, gehen wir ein bisschen auf die Jagd, würde ich mal sagen. Was haben wir jetzt? Also 61 Hide hätte ich noch zur Verfügung. 61? Warte mal, da muss ich mal schnell schauen. Oh, ich bräuchte noch 16 Fiber. Warte mal kurz. Die habe ich auch noch irgendwie. Aua. Moment, Fiber, wo ist Fiber? 176 Fiber hätte ich anzubieten. Na ja, toll, ja, dann komme ich wieder hoch. Dann mache ich uns jeweils noch ein Shirt und dann machen wir auch wirklich Ende. Habt ihr schon mal zwei Päckchen hingepackt? Alles klar, warte. Hide Shirt. Oh, könnte ich sogar drei machen, aber ich mache erstmal zwei. So, hier hast du schon mal dein Shirt. Oh, dankeschön. Bitteschön. Warte, so. Dann kriegst du das Fiber zurück und das die Haut zurück. Okay. So. Ja. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, so langsam wird's auch was. Wetter wird besser. Ah, schön. Frontos sind auch da. Die Sonne scheint. Was will man mehr? Ja, denn... Achso, hast du das eigentlich schon mal... War das richtig? Hehe. Was ist das denn? Ich schleich mich an. Mit X. Gehst du in Schleichen? Mach mal, drück mal C. Ja, C ist ducken, ne? Also Crap. Also und jetzt lauf mal. Aber das sieht aber cool aus, muss ich sagen. Ne, das ist Jagdposition. Coole Sache. Mhm. Geht das auch beim Laufen? Wow, ja gut. Ja, wir wollen's. Jetzt haben wir wirklich Überlänge. Halleluja. Doppel voll geworden. Alles klar. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschö. Ciao.